bin gerade am Strand und mache ich jetzt ein kurzes Video. Zwar, es geht um Sonnenschutz und ich wollte euch erzählen, was ich dann benutze. Ich benutze als Sonnencreme Coconut Öl und tue ich mein Aloe Vera immer im Kühlschrank und dann mixe ich die beiden. Und für mein Gesicht tue ich dann auch Coconut Öl und dann obendrauf von Shiseido den Sonnenschutzcreme mit 40 und für meinen Körper nur Coconut Öl und ein bisschen Aloe Vera, das reicht mir. Und genau, dann wird man der Haut richtig schön braun, ihr seht jetzt, jetzt richtig schön braun geworden. Und ich hatte nur einmal so einen ganz kurzen Sonnenbrand. Es hat damit zu tun gehabt, dass ich einfach direkt am Pool in der Mittagszeit rumgelegen bin und ich war einfach viel zu lange in der Sonne und deswegen habe ich den Sonnenbrand bekommen und ich habe den Aloe Vera mit Coconutöl benutzt und seitdem geht es mir viel besser. Und ich trinke auch sehr, sehr viel Wasser und Coconutwasser und genau, was sonst? Ansonsten benutze ich gar nichts. Und ich glaube, wenn man ein bisschen so hellere Haut hat, dann sollte man schon richtigen Sonnenschutzcreme benutzen. Coconutöl reicht nicht alleine aus, glaube ich. Und da ich von Natur aus ein bisschen so dunklere Haut habe als Europäer, macht mir nichts aus, nur Coconutöl zu benutzen. Der Strand ist richtig schön. Jetzt springe ich gleich ins Wasser und ein bisschen Meeressalz auf der Haut tut auch gut. Tschüss!